Hallo, wir sind Melinda und David, zwei Baristas auf Reisen. 2018 sind wir für 15 Monate mit unseren Backpacks um die Welt gereist. Danach haben wir uns einen Van gekauft und selbst ausgebaut. Nun leben wir Vollzeit in unserem Bus. Im heutigen Video verraten wir euch, was uns Vanlife im Monat kostet. Moin Moin, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was unser Van-Ausbau gekostet hat. Und diesmal wollen wir euch erzählen, was uns Vanlife im Monat kostet. Ich glaube, das wird schon gut, dass ich. Wir leben seit 5 Monaten in diesem schönen Van da hinten. Wir wussten am Anfang auch nicht, was kostet so ein Van-Ausbau, was ja, kostet Vanlife im Monat. Und um da halt einfach die Tipps, die wir mittlerweile oder die Erfahrungen, die wir mittlerweile gesammelt haben, als Tipps an euch weitergeben zu können. Vielleicht überlegt ihr auch mal einen Van auszubauen oder interessiert euch einfach so für das Thema. Dachten wir, wir erzählen euch das. Und zum anderen ist das auch eine der meistgestellten Fragen. Genau, wir haben die Kosten im Monat unterteilt und zwar Fixkosten, variable Kosten, Online-Kosten und genau. Und dann haben wir auch nochmal quasi eine extra Abteilung gemacht, was wir sparen quasi im Monat, was wir bei, wenn wir eine Wohnung hätten, noch zusätzlich zahlen müssten. Bei Fixkosten haben wir Steuern und Kfz-Versicherung, kostet uns jeweils 42 € im Monat. Dann haben wir eine Lebensversicherung, die kostet 70 €. Dann haben wir eine Auslandskrankenversicherung, die kostet uns auch, also zu zweit 70 €, nicht pro Person. Dann haben wir noch Internet. Da sind wir bei 40 € im Monat. Und Das ist unser mobiles Internet, genau, für die also für die Handys. Handys, nicht unsere Da haben wir WLAN-Box. Prepaid-Karten, ja, keine Genau. Verträge. Und dann haben wir, Private Haftpflichtversicherung. ja, die ist 5 € im Monat Meine Schrift. und 10 € ist eine Camper-Innenversicherung. Das bedeutet, die Fixkosten im Monat liegen bei uns bei 280 €. Ja. Willst du weitermachen? Ja, da mache ich weiter. Wir haben dann natürlich auch Online-Inhalte, die wir im Abo bezahlen. Dazu gehört zum Beispiel, dass ihr schöne Musik hören könnt oder dass wir die Videos mit schöner Musik untermalen können. Da haben wir ein Abo bei Epidemic Sound, das kostet uns 13 € im Monat, um ja, die Fotos auch bearbeiten zu können, die wir auf Instagram teilen oder halt auch für uns einfach so schön haben möchten, zahlen wir 5 € für Lightroom. Für Spotify zahlen wir 10 €, ich denke, das kennen die meisten von euch. Während der Autofahrt hören wir ganz gerne Hörbücher über Blinkist, da zahlen wir 5 € auf den Monat runtergerechnet. Und diverse andere Online-Inhalte, die wir halt nutzen, da kommen wir im Monat auf 55 €. Ja, dann kommt noch der Punkt variable Kosten. Genau, Variable. variable Kosten haben wir auch unterteilt, und zwar einmal Benzin. Dafür haben wir so ungefähr 150 bis 200 € im Monat gerechnet. Das heißt, mit 200 € können wir ca. 1800 Kilometer machen. Ja, wir verbrauchen ungefähr 8,5 Liter auf 100 Kilometer. Wir fahren auch nicht sehr schnell. Also Genau, meistens wenn fahren wir im wir, Durchschnitt halt 90 oder sowas fahren, ja, ne? meistens 90. Ich meine, das Auto kann auch 140 fahren, aber ab 120 fühlt sich's halt auch echt schnell an. Und deswegen, ja, Genau, chillen wir meistens während der Fahrt. Wir wollen ja langsam auch reisen. Richtig. Und das Das spart spart. natürlich auch Ja. Benzinkosten. Essen haben wir jetzt so ungefähr 350 bis 400 gerechnet. Das ist halt immer je nachdem, wo man halt natürlich auch reist. Schweden ist natürlich jetzt ein bisschen teurer als Polen. Aber ja, ich würde sagen, wir kaufen oft viel Bio-Nüsse und Samen, was halt im Allgemeinen schon auch die teuersten Sachen in den Lebensmitteln sind. Auch Viele da könnte man Datteln. natürlich sparen, wenn man Ja. jetzt halt etwas, weiß ich nicht, sich einschränkt und mehr einfache Sachen Ja, wenn isst, man jetzt zum Beispiel immer aber nur Reis mit Gemüse oder Nudeln mit Gemüse isst, dann kann man da sicherlich kann man auch einiges bestimmt mal sparen. sparen. Ja, wir kochen halt auch gerne sehr ausgefallene Ja, Sachen. also wir sind da noch nicht so sparsam, aber falls wir nur ein paar Ja. Euro sparen wollen, Dann können wir fasten wir dann wieder fasten einfach, wir oder? einfach. Dann fasten wir wieder 3 Tage. Irgendwie, ja, ist uns Macht's. das wichtig, Ja. gutes Essen zu haben, und deswegen liegt es bei uns schon ein bisschen höher.
Kleidung haben wir 30 Euro im Monat gerechnet. Wir gehen halt nicht viel shoppen, weil wir auch nicht den Platz haben. Das heißt, wir müssen dann immer eine Sache aussortieren. Also überlegen wir uns das sehr gut. Mhm. Aber manchmal haben wir auch Bock auf Neues. Reparaturen fürs Auto haben wir auf 150 Euro gesetzt, aber die haben wir natürlich nicht immer. Ne? Nee, also das legen wir einfach nur zur Seite. Wir haben so ein extra Pocket bei unserer Bank und da legen wir einfach jeden Monat 150 Euro mindestens zur Seite, damit, wenn mal wirklich eine Reparatur ansteht, dass man genau. dann halt ja, jetzt nicht so erschrocken ist und das Geld irgendwie vom Hauptkonto nehmen muss. Sondern, dass man immer so ein bisschen ja. da einfach so einen kleinen Puffer sich quasi macht. Ja. Dann haben wir einen mobilen WLAN-Router. Da holen wir uns meistens eine SIM-Karte in dem Land, wo wir sind. Und da sind die Kosten natürlich auch unterschiedlich. Jetzt haben wir 30 bis 80 Euro aufgeschrieben. Kommt halt immer drauf an, wo wir sind und wie viel wir auch verbrauchen. Ob ja. wir dann mal ins Café gehen oder ob wir dann mehr natürlich im Freien sind und unser eigenes WLAN benutzen. Ja, genau. Dann haben wir noch einen extra Posten. Wer uns schon ein bisschen besser kennt, der weiß, dass wir Kaffee-Enthusiasten sind. Und ja, ungefähr 2 Kilo Kaffee im Monat trinken. Wenn wir mit anderen Vanlifern zusammen sind, dann gern auch ein bisschen mehr, weil wir dann auch gerne für alle immer einen Kaffee machen. Und so kommen wir auf Kaffeekosten von 40 bis 80 Euro im Monat. Wir holen uns auch immer Kaffee bei Specialty Coffees oder bei Röstereien. Und da kostet im Durchschnitt ein Kilo Kaffee einfach 30 Euro. Wofür wir jetzt keine Punkte angegeben haben bei den variablen Kosten, ist der Transport. Das bedeutet für Mautgebühren oder für Fähren. Wenn wir mal ausgehen, das heißt, wenn wir mal essen gehen oder ja, sonst irgendwie Kaffee trinken gehen oder so, weil da haben wir jetzt auch nichts angegeben. Und für Stellplätze. Meistens stehen wir frei, hin und wieder, aber gehen wir auch gerne auf Campingplätze. Gerade wenn wir in Stadtnähe sind, möchten wir einfach wissen, dass unser Camper sicher steht und und meistens sind die Plätze in der Stadt natürlich auch nicht schön, wo man übernachten kann. Die freien dann. Genau, die ja. freien. Deswegen haben wir das ein bisschen offen gelassen und das ist auch natürlich variabel, weil das ändert sich halt Monat ja. Monat. Aber da haben wir ungefähr insgesamt... Ich sehe, wir haben hier vielleicht noch keine Kosten für Wäscherei angegeben, fällt mir gerade ein. Ach stimmt, unsere Wäsche müssen wir auch waschen. Meistens waschen wir so alle 3-4 Wochen. Also, 2? Also wir waschen häufig selbst. Aber so in die Wäscherei gehen ja. wir alle 3-4 Wochen. Ja. Das stimmt. Das letzte aber Mal. Sagen wir mal, wir können es mal auf 2-mal im Monat rechnen. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal so ja, 30 Euro. 30 Euro, ja. weil es kommt auch immer darauf an, wo man ist und wie viel man wäscht. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir geben 30 Euro im Monat für Wäscherei. Ja. Für Wäsche waschen. Ja. Also wären wir hier bei einer Summe von 890 Euro, was unsere variablen Kosten sind. Genau. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz zusammenrechnen. Wir haben das ja gar nicht aufgeschrieben, was das alles zusammen okay, ist, du ne? kannst ja rechnen. Und ich bin jetzt nochmal bei ein paar Spartipps, die wir euch noch mitgeben möchten, wo man natürlich auch ein bisschen Geld sparen kann. Und zwar gibt es die App Too Good To Go. Da kann man immer gucken vor Ort, wo man sich gerade befindet. Und dann ist es eine Lebensmittelretter-App sozusagen, wo man halt Essen vom Wegwerfen rettet. Und genau, dann kann man immer gucken, wo man gerade ist und dann wird meistens angeboten, abends um 19 Uhr sind noch so und so viele Sachen übrig geblieben. Entweder in Bäckereien, in Supermärkten, es gibt alles eigentlich auch. Sushi-Läden, alles was quasi übrig bleibt, wird dir dann für wenig Geld quasi verkauft. Und das ist eigentlich ganz cool, um halt auch beim Essen Geld zu sparen. Dann auf jeden Fall selbst kochen und frisch kochen. Das ist natürlich auch viel günstiger als essen gehen oder sich viele Fertigprodukte zu kaufen. Und dann haben wir auch das langsame Reisen mit reingebracht. Das natürlich umso langsamer man fährt, aber wenn man halt 140 im Durchschnitt fährt, da braucht man natürlich mehr Sprit, als wenn man halt irgendwie. Das hatten wir auf dem Weg nach Frankreich, ne, wo wir die Fähre kriegen mussten. Ja. Und dann sind wir natürlich ständig mit 120 über die Autobahn gefahren und da hatten auch super krassen Spritverbrauch von über 12,5 Liter. Genau. Und das summiert sich dann natürlich über, wenn man das mehrere Monate hat. Richtig, also bei 120 haben wir dann 12 Liter im Durchschnitt, bei 80, 90 haben wir dann halt 8. 8,5 ungefähr. Bis 9, genau. Also das macht sich dann schon auch bemerkbar. Ja. Ja, wir haben keine Kosten für Strom,
stellen wir selber her für Wasser. Das kriegen wir hier meistens kostenlos auf Campingplätzen oder halt ja, da, wo wir uns das Wasser besorgen, wie Tankstellen zum Beispiel auch. Wir haben keine Kosten für eine Miete. Wir haben ja keine Mietwohnung. Wir haben keine Kosten für Heizung und auch nicht für GEZ. Und das bedeutet, wir kommen auf eine gesamte, ja, wir zahlen im Monat quasi, kostet uns Vanlife 1.225 Euro. Und ja, ich finde, das ist für uns beide ein ziemlich, ja, ziemlich guter Preis. Ja, das sind ja knapp 40 Euro am Tag. Ja, dafür, dass wir so viel von der Welt sehen dürfen und unser Zuhause immer dabei haben, ist das, glaube ich, echt wie viel fair. Für Essen ausgeben? Und super viel. Für Kaffee auch ausgeben, ja. Und für Kaffee? Ja. Ja. Genau. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen und es hilft euch weiter, ungefähr einzuschätzen, was euch Vanlife im Monat kosten wird. Also das 1.225 Euro ist für uns beide. Also wenn einer alleine reist, dann ist es ja die Hälfte. Und das ja, nicht unbedingt, mit, nee, stimmt gar nicht unbedingt die Hälfte. Weil Spritkosten ungefähr die gleichen bleiben. Genau. Und Fährkosten werden auch die gleichen. Richtig, das wäre ja nur das Essen. Genau. So ein kleiner Richtwert auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Richtig. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das ähnlich hoch eingeschätzt habt oder ob das für euch auch in Ordnung wäre, so viel Geld auszugeben. Ja, vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Kostenpunkt vergessen. Dann, genau, könnt ihr ja, einfach in den Kommentaren schreibt fleißig setzen, in die Kommentare. Oder Fragen. Ja, genau, Fragen dürft ihr da auch stellen. Was, keine Ahnung, was wir vielleicht vergessen haben, ja, oder was für Kosten noch sein könnten. Und ja. Wir machen uns jetzt mal Frühstück und ja, hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen gerne da, abonniert unseren Kanal kostenlos, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios.